Also in den folgenden 10 Minuten würde ich euch gerne erklären, meine sogenannten Best Practices im Zusammenhang mit Triathlon, da vor allem Kurz- und Sprintdistanz und vor allem auch die praktische Anwendung. Jetzt der Wettkampf selber, der ist zwar meistens erst am Sonntag, aber beeinflussen kann man ihn schon in den Tagen voran mit der Ernährung. Für mich, was sehr, sehr viel geholfen hat, sind die beiden Produkte. Und da geht es darum, das Nitrat, den Nitratanteil in unserem Blut zu steigern. Warum brauchen wir das? Das ist ein Supplement, das du machst, das salopp gesagt, unser Blut schneller zirkulieren. Und wenn unser Blut schneller zirkulieren, dann kann es mehr Sauerstoff transportieren. Die beiden Produkte sind übrigens in der höchsten Evidenzstufe, also ein sogenanntes A-Supplement. Und idealerweise, das sind so Randensaftextrakt, tut man das 3 Tage vor dem Wettkampf, 2 Tage vor dem Wettkampf und 1 Tag vor dem Wettkampf eine Portion. Und am Wettkampftag, die letzte Portion, ist dann mit der letzten Mahlzeit vor dem Rennen. Jetzt wichtig ist, das ist wirklich sehr, sehr stark. Das ist ein Konzentrat, das etwa an einem Liter Randensaft entsprechend tut. Also dünnt das am besten nach der Mahlzeit rein und verdünne mit Wasser. Sonst kann es sein, dass es euch auf den Magen schlägt. Das hier könnt ihr ergänzend dazu reinnehmen, im gleichen Protokoll, die letzten 5 Tage vor dem Wettkampf plus am Wettkampftag selber. Das kann man einfach in Wasser, so ein Sachet, das man in Wasser auflösen kann. Dann ein weiterer wichtiger Teil ist, jetzt gerade wenn es Richtung olympische Distanz geht, ist dann schauen, dass ihr genügend Energie gespeichert habt. Ihr braucht vor allem Kohlenhydrate für euren Triathlon-Wettkampf in den höheren Intensitäten. Und das könnt ihr während einer gewissen Zeit könnt ihr das im Körper speichern, und zwar in der Muskulatur und in der Leber. Und dass ihr nicht ganz grosse Portionen Pasta oder Herdöpfel oder irgend so etwas essen vor dem Rennen, ist es wichtig, dass man einfach normal essen, möglichst Nährstoff oder möglichst ballaststoffarm mit viel Kohlenhydrat, relativ simpel, aber euch nicht überessen, sonst fühlt ihr euch schwer und träge. Und dann macht es Sinn, dass ihr am letzten Tag vor dem Wettkampf oder am Wettkampf, letzten Vor-Wettkampf-Mahlzeit, dass ihr eine Portion von dem Carboloader nehmt. Also ihr habt das hier in dieser Büchse oder hier auch praktisch als Portionenbeutel, wenn ihr international unterwegs seid. Und ihr einfach nach der Mahlzeit könnt noch so eine Portion jeweils nehmen. Und dann habt ihr sichergestellt, dass eure Kohlenhydratspeicher im Körper optimal gefüllt sind fürs Rennen. Dann für wichtige Rennen, gerade im Sprintdistanz, wo es wirklich Laktat sehr einen hohen limitierenden Faktor hat, habe ich auch immer zurückgegriffen auf das Produkt, auf Laktatpuffer. Das ist eine ganz hohe Konzentration an Salz. Und Salz hat in der kurzen Effekt, in der kurzen Frist hat das den Effekt, dass der Laktatanstieg kann puffern, eine sogenannte Pufferwirkung. Auch das ist übrigens die Evidenzstufe A von dem Supplement, also mit dem grössten wissenschaftlichen Hintergrund. Und es hat eigentlich zur Folge, wenn man das nimmt, am Vorwettkampftag tut man so eine Flasche anmachen mit dem Salzkonzentrat, tut das über den Tag verteilt trinken und man tut dem Sinn den Effekt generieren, dass Laktat weniger rasant ansteigen am Wettkampftag selber. Also wenn ihr die ersten 5 Minuten all out schwimmen, dann sollte eigentlich der Laktatanstieg langsamer vonstatten gehen, als wenn ihr das nicht nehmt. Das war etwas, was ich für die wichtigen Wettkämpfe immer eingesetzt habe. Gut, das war als Vorbereitung. Jetzt unmittelbar vor einem Wettkampf, was mir selber immer viel geholfen hat, ihr seid nervös, ihr mögt nicht gross essen, tut mir vielleicht noch ein Sportgetränk trinken, das einfach verdaulich ist. Was mir einmal sehr viel genützt hat, ist noch ein bisschen Koffein. So ungefähr 1 Stunde vor dem Wettkampf, wo es wirklich um den letzten Schliff gegangen ist, habe ich so einen Shot genommen, 200 mg Koffein. Jetzt gerade im Schwimmen, die ersten, muss ich euch nicht erzählen, ihr wisst das, die ersten 5 Minuten sind ganz, ganz entscheidend, dass ihr euch dort gut positionieren könnt, dass ihr auch mit der nötigen Aggressivität starten könnt. Und das merkt ihr sofort bei dem Koffeinshot, tut euch aktivieren und auch eine gewisse Aggressivität geben. Also für Wettkämpfe sicherlich etwas sehr, sehr Hilfreiches. Dann auch während dem Wettkampf selber, man tut sich dann meistens nur noch flüssig verpflegen, mit Wasser, mit Sportgetränk oder mit Gel. Deshalb meine letzte Vorwettkampfmahlzeit, wenn ich noch mal ein bisschen Hunger hatte, 1 Stunde vor dem Rennen, 1/2 Stunde, würde ich empfehlen, den Riegel zu nehmen, weil das könnt ihr im Wettkampf selber nicht mehr. Das ist mein Lieblingsriegel, sehr feiner Geschmack, ein bisschen nussiger Geschmack und auch von der Energie her einfach verdaulich. Gut, jetzt kommen wir ins Rennen rein. Ihr seid gut positioniert im Schwimmen, jetzt sind ihr auf dem Velo. Jetzt geht es darum, dass ihr wirklich dem Körper einen Teil von der Energie zurückgeben könnt.
Nicht, dass ihr dann bei den letzten 10 Kilometern sozusagen euren Energietank geleert habt. Am einfachsten ist es natürlich mit einem Sportgetränk und der Flasche drin. Ich würde empfehlen, eine Flasche Wasser, eine Flasche mit dem Sportgetränk, mit dem Competition. In der Regel habe ich da etwa 80 bis 90 Gramm eingenommen auf diesen 40 Kilometern auf dem Velofahren. Und einfach geschaut, Ende Stunde muss die Flasche leer sein mit diesen 80 bis 90 Gramm. Und alles, was ich zusätzlich noch Durst hatte, habe ich mit dem Wasser abgedeckt. Könnt ihr euch am Schluss auch den Kopf leeren, zum Abkühlen. Und dann habe ich eigentlich sichergestellt, dass ich genügend Energie habe zum Laufen. Und bin dort dann eigentlich mehr oder weniger unabhängig von der Verpflegung. Wenn es dann wirklich, ich das Gefühl hatte, oh, ich brauche noch ein bisschen Energie, hat manchmal einen Gel noch Sinn gemacht, habe ich einfach zum Notfall noch einen Gel mitgenommen. Meistens hat es mir aber gelangt mit dem Velo, das ich dort eingenommen habe. Da gilt es vielleicht noch dazu zu sagen, dass das Getränk das ist, so dosiert ist, dass man maximale Energiemenge einnehmen kann pro Stunde oder pro Zeiteinheit. Und es hat ein ganz, ganz breites Spektrum an verschiedenen Kohlenhydratquellen drin. Gleichzeitig haben wir hier auch alle Säure rausgenommen. Das heisst, es ist viel besser für den Magen verträglich. Und während der Belastung, wenn ihr wirklich unter voller Intensität unterwegs seid, dann haben die meistens auch nicht gern, wenn das Getränk zu süß ist. Also speziell zusammengesetzt für Bedürfnis während der Belastung. Und dann kommen wir ins Ziel. Aber natürlich im ersten Augenblick haben wir gar keinen Hunger. Oder man sieht das schöne Buffet im Wettkampfzelt, im Finish-Area umeinander. Man mag meistens fast nur trinken, nicht gross etwas essen. Aber trotzdem ist es wichtig, dass ihr gerade eurem Körper in der ersten halben Stunde nach so einer intensiven Belastung auch die notwendigen Proteine gebt, um möglichst schnell zu regenerieren. In der Regel kommen die Kohlenhydrate über in allen möglichen Arten, aber Protein ist meistens das, was fehlt. Deshalb habe ich vor einem Wettkampf jeweils, ob das jetzt unabhängig ob Kurzdistanz oder Langdistanz, habe ich immer eigentlich das schon vorbereitet gehabt. Und zwar habe ich mitgenommen einen Shaker. Da kann man sogar da zweifache System Pulver da rein tun, da oben nach Wasser. Und da habe ich einmal auf den Pro Recovery zurückgegriffen. Der hat sehr einen hohen Anteil an Protein drin. Rund 50% davon ist Protein, verschiedene Proteinarten. Und nebendran Kohlenhydrate habe ich dann hauptsächlich in Form von, ja, was auch immer im Ziel oben an war oder wo ich Lust hatte, habe ich in dieser Form eingenommen. Aber gleichzeitig habe ich sichergestellt, dass ich das hochwertige Protein bei mir habe. Ja? Das wären meine Best Practices. Viel Spass und Erfolg beim Umsetzen. Und ja, ich wünsche euch allen eine sehr erfolgreiche Saison. Bis zum nächsten Mal.